Hallo und willkommen von der Île Notre-Dame. Es verspricht ein weiterer unglaublicher großer Preis von Kanada zu werden. Auf dieser Strecke ist der Sieg extrem hart umkämpft, da es oft weniger als eine Zehntelsekunde ist, die den Wettstreit um die Pole Position entscheidet. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve, der zu zwei Drittel mit Vollgas gefahren wird, werden wir Höchstgeschwindigkeiten im Bereich von knapp 340 km/h sehen. Hochgeschwindigkeitsschikanen und vor allem die berüchtigte Wall of Champions sorgen potenziell für Gefahr. Außerdem muss beim Überholen in der Haarnadelkurve und in der Zielschikane höllisch aufgepasst werden. Sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an, bevor es losgeht. Richards startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Leclerc, Carlos Sainz und Ocon, Ricciardo, Vettel, Stroll und Sergio Perez, Norris, Verstappen, Alexander Albon und Magnussen, Gasly, Kvyat, Mick Schumacher und George Russell, King, Latifi, Raikkonen und Antonio Giovinazzi startet aus der letzten Reihe. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Genau so ist es. Und damit herzlich willkommen zurück zu dem großen Preis von Kanada. Wir sind im Rennen heute, heute ist Sonntag wieder und ja, es geht heute Schlag auf Schlag und es geht weiter vor allen Dingen ja bei uns. Ja, welcher dieser talentierten Fahrer wird sich durchsetzen? Und das hoffe ich mal, dass ich das am Ende bin. Und schauen wir mal. So, ich muss mal wieder meine Spritmengen ein bisschen einstellen. Ich stehe ja immer auf plus 4. Aus Grundprinzip, weil ich dann am besten ein bisschen noch pushen kann. Gut. Soweit passt. Und dann kommen wir rein. In die Einführungsrunde zum ersten. Zumal. Zweite Pole in Folge. Zweite Mal von ganz, ganz vorne. Okay, our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of the lap. Ja, wichtig ist, den Start auf jeden Fall erstmal zu gewinnen, ein bisschen wegzukommen vom Rest des Feldes. Dass wir dann ein bisschen Ruhe reinkriegen in dieses Rennen. Ich erwarte aber, dass wir tatsächlich das ein oder andere, der ein oder andere harten Verteidigungskampf führen müssen gegen die Mercedes unter uns. Das war schon in Baku so, das wird auch hier nicht anders sein. So, können wir hier in Baku, in Baku natürlich. In Montreal. Endlich mal ein Rennen gewinnen von ganz vorne. So rum ist es eigentlich richtig gemeint, ja. Weil mein Ziel ist es, das Ding hier nach Hause zu fahren, heute den ersten Saisonsieg klar zu machen. In Mialan nur Dritter, in Baku letzte Woche nur Dritter. Aber hier hoffen wir, dass wir hier den wichtigen, wichtigen ersten Saisonsieg holen, um ein bisschen noch gute Bodenhut zu machen. Vor allem Richtung nach vorne. Mein Ziel ist es ja, Richtung Top 4 zu schielen, so ein bisschen. Weil ich glaube, Weltmeister werden wir nicht. Es sei denn, je nachdem, wie die Saison jetzt noch läuft. Ne? Und es kann natürlich auch sein, dass wir am Ende der Saison Weltmeister werden. Aber da muss man schon. So, egal. Erstmal konzentrieren jetzt aufs Rennen. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Heute Sieg und mal schauen, was heute Abend in Belgien noch geht. Aber jetzt erstmal Kanada konzentrieren. So, hinter dann jetzt noch die beiden Alpha, die sich da reinsitzen. Weit, weit weg von Red Bull hinter uns. So, Start ist gut gelungen, wir kommen weg als Führender momentan, ja. Das ist erstmal das Allerwichtigste, dass wir vorne ein bisschen rausgekommen sind aus der Situation. So, hinter uns die beiden Mercedes. Hamilton jetzt vor Bottas. Schauen wir mal, was passieren kann.
Damit macht natürlich schon Druck. Der will natürlich das Ding ja auch nach Hause fahren. So, dahinter dann Claire auf 4. Also viel hat sich jetzt, glaube ich, so nicht geändert. That's a strong start. Well done. So, Start ist gut gelungen. 18 Runden stehen jetzt an. Hier in Baku. Ah, Gott. Wir kommen schon auf Baku. Nein, in Kanada natürlich. Wir können jetzt ein bisschen wegarbeiten uns von hinten. So, jetzt will natürlich der Mercedes wieder rangehen. Bestzeit haben wir momentan. Und solange ich hier mein Rennen vorne wegfahren kann, solange ich hier mein Rennen wegbleiben kann. Bestzeit haben wir momentan. Also momentan gehören die 26 WM-Punkte uns. Aber das wird definitiv kein einfaches Rennen werden. Ja, ja, der Hamilton greift schon an. Der will innen raus, jetzt vorbei. Ich kriege ihn jetzt ein bisschen weggehalten. Ich konnte jetzt nicht so weit rüberziehen, weil ich sonst erwischt hätte. Und wieder können wir ein bisschen rausnehmen, ein bisschen Power geben. So, Bottas greift jetzt seinen Teamkollegen an, solange die sich da ein bisschen bekriegen, ist mir das herzlich egal. So, that was the fastest lap of the race. Keep this up. So, beste Zeit momentan Daniel Ricciardo, der jetzt die schnellste war. Aber die Mercedes hängen, die geben sie es. Also wir können ein bisschen das absetzen jetzt. Ein bisschen Luft holen. Dritte Runde sind wir mittlerweile. Ein Sechstel des Rennens sind durch. Und der Abstand ist jetzt gerade gut auf 1,5 Sekunden angewachsen. Das heißt, momentan sieht es gut aus. Use your overtake button more. It's time to utilize some of this energy. Ja, ja, schon klar. Dann gebe ich mal ein bisschen Gas jetzt. So. Solange wir außerhalb des DRS-Fensters bleiben, ist mir das völlig egal. Kann er mit jetzt nichts machen. So, Bestzeit haben wir wieder zurück. 8,9 Sekunden momentan der Abstand zu Mick Schumacher. Nach hinten sind über 2 Sekunden. Solange wir über eine Sekunde weg sind, kann auch mit dem DRS hinter uns keiner angreifen. A new strategy is available on the MFD. So, jetzt können wir natürlich, sagt er mir, Strategie bearbeiten. Gucken wir mal, was er uns da jetzt vorschlägt. Confirmed. Runde 7. So, Abstand momentan 2,3 Sekunden da hinten. Sorry. Also, Mercedes führt momentan mit über fast 3 Sekunden Rückstand. Und solange wir momentan den Abstand vergrößern, weiter vergrößern und die besten Zeiten fahren, mache ich mir auch keine guten Dinge, dass wir es heute, mache ich mir auch keine Gedanken darüber, aber dass wir hier nicht gewinnen. Aber mal gucken, das Rennen kann ja noch laufen. Wir haben jetzt gleich die Drittel rum. Hat dann momentan etwas um die 3 Sekunden.
we expect the grip levels to start falling away soon. Ja, der sagt gerade ein bisschen, das Grip-Niveau, das kann ein bisschen sinken. So, jetzt ein bisschen besser durch die Haarnadel durchkommen. Also, wie gesagt, solange die beiden Mercedes da hinten am Fighten sind, ist mir das jetzt alles gut. So, 3,5. Also, du kriegst damit da ein bisschen besser ausgebaut den Abstand. So, Drittel ist rum. Geht jetzt gleich in der übernächsten Runde in die Box wahrscheinlich. Wieder ein bisschen was weggenommen. Also so über 3 Sekunden kriegen wir es momentan gehalten. Oder 7. We want to pit this lap, so push now. Das ist nicht ganz unwichtig, vor allem, weil es sich um weitere Bottas handelt. Mir wäre der Hamilton eigentlich lieber so ein bisschen. Weil ich dann wieder ein paar Punkte mehr an die Spitze rankomme. Und meine Reifen sind auch fast langsam durch. Gehen jetzt gleich in die Box und sind 11 Runden noch mit den Mediums. Ich nehme natürlich jetzt ein bisschen den Schwung mit. So, in Führung liegen momentan Valtteri Bottas, der jetzt natürlich vorne weggeht, aber der wird wahrscheinlich. Sie dürfen jetzt noch nicht in den großen Verkehr reinkommen. Release, release. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Ich hoffe, dass der Haas jetzt hier noch rechts ist, der nicht vor zu der Linie geht. Wir haben ihn. Also wir sind vorne wieder. Wieder dran. Nächste vor uns ist jetzt aktuell Kvyat, 10. sind wir jetzt gerade. Aber klar, die Vorurteile waren noch nicht in der Box drin und das ist auch wichtig so. Hauptsache wir führen ein Rennen an. 10 Runden vor Ende führen wir in Kanada. Also führen wir nicht und dann sind wir momentan noch 10. Wir haben nur ein Pünktchen. Aber die Frage ist, kriegen wir es hin? Via Gasly vor uns. Ich werde das jetzt nicht in den irgendeinen Zweikampf gehen wollen. Mick ist in der Box. Mick is in the pits. So. Mick in the pits. Aktuell führt Alexander Albon vor Daniel Kvyat und uns. The gap to the car behind is 4.4 seconds. So, aktueller Vorsprung von Hamilton 4,4 Sekunden. Was auch gut ist, weil wir dadurch ein bisschen uns Luft verschaffen können. Er kann nicht ins DRS-Fenster gehen.
Und we're running in excess of fuel. We can turn up the engine to mix mode 3 if you need it. Turn fuel to rich. So, Kwiat, den muss ich jetzt irgendwann mal kriegen, hoffentlich. So, wir sind jetzt drin im Fenster bei gegen Dani Kwiat, aber wie gesagt, der wird jetzt auch irgendwann seinen Boxenstopp machen müssen. Schön, dass du den mit mir. Okay, 10 bis 15 Minuten. Ah, scheiße. Okay, this is Jeff. I need you to stop cutting the corners. If you keep it up, the stewards will award you a penalty. Ja, das war keine Absicht, sorry. Muss ich echt aufpassen, dass ich da jetzt nicht zu weit konnte. So, Lewis Hamilton momentan jetzt sogar mit der Weltseite. Der nimmt das jetzt den Zusatzpunkt ab. You're losing a small amount of time to the car behind. Keep pushing. Hm. 10 bis 15 Minuten. Ich hoffe, dass der Regen nicht kommt. Wenn wir noch auf der Strecke sind. Wenn er wirklich in der letzten, vorletzten Runde erst kommt, dann wird er nicht stark genug sein, um uns gefährlich zu werden. Also aktueller Abstand momentan auf Lewis Hamilton 3,3 Sekunden. Safety car, no overtaking, reduce your pace. Das ist natürlich jetzt, keep your delta number positive as we form up. Das ist natürlich jetzt eine Katastrophe für uns, weil der Abstand eigentlich auf Lewis Hamilton sehr groß war. Ich habe den entspannt auf 3,3 Sekunden gehalten und jetzt hat er genau die Situation, die ich in der letzten Saison hatte. Der Führende weit weg, nicht wirklich erreichbar. Und ja, Safety Car und dann konnte man das Rennen gewinnen, aber jetzt ist es anders. Jordan King, nämlich der sein Auto abstellen muss. Und der steht hier. Okay. Ah, scheiße, das ist natürlich alles andere als gut. Vor allem auch im Hinblick auf den Regen, weil wir nur eine begrenzte Zeit haben. Ist das ekelhaft, ist das scheiße, so verdorrt man mein Rennen ein bisschen. Do not pass it. You are the leader. Follow the safety car. Also wenn wir jetzt natürlich mit über 20 Sekunden weg gewesen, dann wären wir was anderes gemacht. Da wäre ich jetzt nämlich in die Box gegangen, wäre er nochmal auf Soft gesetzt und wäre dann durchgefahren. Aber so können wir es nicht machen. Wir führen momentan das Rennen an. Hinter uns direkt Lewis Hamilton und dann Ricciardo. Also. Das ist natürlich alles andere als gut. Das ist eigentlich fast eine Katastrophe. Der Abstand war über 3 Sekunden. Das war eigentlich entspannt. Wir konnten sie halten. Wir konnten sie mal wieder ausbauen. DS-Fenster hatten sie nicht. Aber gerade bei DS sind. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out. We can work on a fix remotely. Also bei. Das Spiel hat's, will es momentan einfach nicht, dass wir gewinnen. Wenn wir dann führen wir noch. Also. Ja, sie wohnen hier in Kanada noch. Wie gesagt, das hätte durchaus ein spannendes Rennen statt Zielsieg sein können, aber jetzt haben wir dann noch ein bisschen weiter erwarten. Druck! Wir haben ein Auto hinter uns. Und zwar ziemlich nah dran. So, Bottas momentan noch 4, Ricciardo hat ihn jetzt vorhin kassiert. Man, das Safety Car kann auch bis zum Ende des Rennens draußen bleiben, ist doch ziemlich wurscht. Ja, es wird aber nur leichter Regen werden. Ich glaube nicht, dass der stark genug sein wird, um uns auch irgendwie gefährlich zu werden. Sollen wir mal auf Inters müssten. Bei dem 100% Rennen oder 50% Rennen würde ich sagen, ja, klar. Da wird nochmal das Inter, wird nochmal Inter aufgezogen. Aber so wird es wahrscheinlich so auch nicht bleiben. Scheiße. Das heißt, die Kamera macht natürlich ein bisschen kaputt jetzt.
okay, the safety car is coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car is in the pit lane. So, jetzt kann ich nämlich ein bisschen pushen, versuchen mal ein bisschen wegzukommen. Der jetzt haben sie natürlich noch nicht. So, jetzt können wir wieder uns ein bisschen absetzen. Safety Car ins Leer, wir haben den Start wieder auf den Restart gegen Lewis Hamilton geworden. Die Frage ist, ob wir uns wieder so ein bisschen absetzen können, jetzt um ein, zwei Sekündchen. Weil diesmal haben wir auch das Problem nicht, dass der Bottas da mit dran ist, aber wir kommen wieder ein bisschen weg. So, jetzt kann ich bis zum Ende wahrscheinlich durchfahren mit Medium. Bottas setzt sich jetzt ein bisschen, Hamilton setzt sich jetzt ein bisschen ab von eben Ricciardo. Jetzt haben wir Hamilton natürlich hinter uns, das ist natürlich nicht gut, dass der mir direkt am Arsch klebt. Das Safety Car ist natürlich alles andere, war natürlich alles andere als super. Es war so entspannt. Es waren über 3 Sekunden. Was denn? Ich hätte das Ding nach Hause fahren können. Aber irgendwie will das Spiel es nicht wahrhaben, dass wir hier ein Rennen gewinnen. Von der Pole aus. Momentan haben wir ja 2 schon verschenkt. In Niederlande und letzte Woche. Ist Kanada das dritte oder holen wir unseren 2. Kanada-Sieg hintereinander? So, 4 Runden noch. At the moment the car behind us is lapping faster than us by around 1 second per lap. Ja, schön für euch. Safety Car hat's mir so ein bisschen kaputt gemacht, ha? Aber gut, okay, alles gut. Solange ich immer wieder ein bisschen wegkomme von ihm und er mit der es mir nicht gefährlich werden kann und ich so schnell wie möglich aus dieser 1 Sekunde rauskomme. Hamilton will natürlich in unserem Fenster bleiben oder beziehungsweise unserem Arschbein im Windschatten. Jetzt bin ich ein bisschen weit rausgekommen ins Gras, das könnte ich für eine Chance sein. Ja, super. Na, ich komme wieder raus. Ich komme wieder weg. Das ist gut. Jetzt haben wir aber noch ein etwas größeres Problem, 3 Runden vor Ende des Rennens. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Wir hätten es jetzt auch, aber ja. Naja, mal gucken. Leider wieder künstliche Spannung geschafft worden. Und hier geht es auch wieder ein bisschen weg von ihm. Also er kann auch hier gerade nicht den Konter, den Angriff setzen. So, weg. Schnell weg. Also aus der Handel raus kann man immer wieder ein bisschen wegbeschleunigen. Wenn wir das immer wieder schaffen, dann ist es, da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass wir es nicht schaffen. Weil der Helmet kommt nämlich, mit der ist näher, aber mit 0,7 Sekunden macht er nicht viel. So, jetzt nochmal DRS von ihm. Ich lasse ihm jetzt natürlich nicht die Luft, dass er mehr durchschlüpfen kann. Er wollte nämlich gerade. Ich muss mich jetzt gerade ein bisschen konzentrieren, sorry Leute.
Ja, auch hier kamen wir wieder raus aus der Linie. Aber klar, die bekämpfen sich halt nicht mehr, ne? Boah, das ist erstmal nur Vierter. Hamilton ist hinter uns. Wir haben jetzt ein bisschen... There's five laps of fuel remaining. Ja, Benzin reicht. So, Angriff jetzt von Lewis Hamilton oder nicht? Jetzt kommt der Angriff. Setz dich daneben, krieg ihn aber nochmal weggehalten. Vorletzte Runde, jetzt nochmal hier in Kanada. Sorry. Ich muss mich jetzt ein bisschen noch ein bisschen zusammenhalten, ein bisschen Diskussion konzentrieren jetzt hier. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. 10 Minuten Regen, aber das ist uns egal. Das Rennen ist nur noch diese Runde und nächste noch. So, wir müssen es jetzt ein bisschen halten. Kriegen wir den Hamilton geschlagen? Reicht es zum ersten Saisonsieg beim im dritten Versuch nach der Pole? Niederlande verschenkt, Baku verschenkt. Und hier wollen wir es dann am Ende safe machen. Letzte Saison haben wir hier das Ding gewonnen mit Hilfe des Safety Cars. Verlieren wir jetzt dieses Rennen mit Hilfe des Safety Cars? Das ist halt die große Frage. Es war eigentlich bis zum Safety Car super souverän. Es hat alles funktioniert. Wir konnten die Abstände halten über 3 Sekunden ohne Probleme. Das ist jetzt nicht der Fall. Hamilton ist dran, der saugt sich ran in den Hinterrad. Gerade ist dann doch nicht lang genug für ihn. So, letzte Variante. Ich bleib jetzt voll drauf und fett natürlich. Ich lasse den jetzt nicht rein in die Situation. So, von Ocon ist gerade nicht zu sehen, der uns jetzt eventuell einen Rennen kaputt fahren könnte. Daher ist es mir im Moment auch egal. So, die wichtigsten kritischen Situationen haben wir jetzt erstmal gerade überstanden. Das war jetzt erstmal lange gerade und so. Aber die haben wir ja nochmal gleich. Oh, bitte nicht. Glück gehabt. Ich krieg den Hamilton gerade so noch weggedrückt, weggeblockt. Und Ricciardo nutzt natürlich die Chance, mal vorbeizugehen. So, und hinter uns hat es gekracht und genau das, was ich halt gemeint. Da versucht das zu sein. Ich musste nämlich die Abkürzung nehmen, weil sonst wäre es weg gewesen. Und damit ist das Ding eigentlich entschieden. Ricciardo Star ist raus. Also zumindest weg. Ne, der hängt hinter den Haas. Und damit gewinnen wir den großen Preis von Kanada. Dann doch in einer dramatischen Situation. Er hat es wieder versucht, der Renault. Und dann ist doch ein relativ spannender Grand Prix, zumindest am Ende spannender Grand Prix durch und wir gewinnen im dritten Anlauf dieses Rennen. Yes. Yes. Max Verstappen, Fahrer des Tages, von 13 Uhr gestartet. Natürlich wahrscheinlich wieder vor ein paar Punkte mitgenommen. Yes, aber dann doch noch. Ich musste diese Tür so aufmachen. Eines wieder mal hervorragenden großen Preises von Kanada. Das Durchhalten hat sich bezahlt gemacht und hier zu einem unglaublichen Sieg geführt. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podest begeben. Sie alle haben den Sieg verdient. Yes! Race win. Erster Saisonsieg. Endlich mal nach Hause gefahren. Von Lewis Hamilton und dem Valtteri Bottas. Weil Ricciardo sich doch nochmal gedreht hat. Ja, ich musste entscheiden, wie mache ich es halt, ne? Weil der Hamilton war links neben mir, Ricciardo war rechts neben mir. Und ich musste die kurze Kurve so nehmen. Es ging halt leider nicht anders. Sorry, Leute. Aber das Problem, wenn du dann rechts und links versucht hast, wirst du es zu überholen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Nicht das Ergebnis, das der Führende wollte, aber es macht die bevorstehenden Rennen sicherlich noch interessanter. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages?
Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Gute Arbeit von Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne macht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. So, mit dem Sieg haben wir dann Alexander Albon kassiert, um bei den Teams zu machen. Ferrari jetzt vorbei und knapp dran an Renault. Ja, das hatten wir sogar. Renault hätten wir sogar schon diese Woche kassiert, wenn er nicht das letzte Rennen gewesen wäre. Weil da ist er nämlich Zweiter geworden. Gut, Ricciardo ist, glaube ich, ziemlich weit noch zurückgefallen. Der ist noch auf. Ach Gott, der ist noch sehr weit. Der ist sogar noch auf vorletzten Platz zurückgefallen, ja. Ja, ja, der hat halt versucht, da anzugreifen in der Situation, klar. Es war für mich nicht anders möglich. Also ich muss auch diese Abkürzung nehmen. Ich bin froh, dass ich keine 3-Sekunden-Strafe bekommen habe. Hätte ich die nämlich bekommen, dann wäre es definitiv kein Sieg geworden. Dann wäre es nämlich Platz 3 nur geworden. Hätte man die Mercedes den Sieg überlassen müssen. Aber gut. Wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Großartige Leistung da draußen. Ja. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Durchaus, ja. Es geht doch nichts über einen Sieg auf dieser Strecke, habe ich recht? So, diesmal hat es gepasst. Auf jeden Fall mit dem Motor, mit dem Getriebe, das hat alles wunderbar. Was meinen Sie, hat im Vergleich zum letzten Wochenende den entscheidenden Ausschlag gegeben? So, das Triebwerk, ja, die Power hat auf jeden Fall gepasst diesmal. Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Ja, definitiv würde ich sehr zufrieden mich weiterarbeiten. Nächste Rennen ist mir jetzt Frankreich. Klasse, das war dann alles. Aber es hat funktioniert, ey. Es hat mal ein Rennen funktioniert. Gut, es wurde am Ende noch verdammt knapp, ey. Aber da wollten sie nämlich vorbei. Weil links den Hamilton, den hätte ich wahrscheinlich nicht gehalten bekommen. Aber rechts der Ricciardo, das ging halt nicht. Das hat er sich so ein bisschen kaputt gemacht. Und wieder ein bisschen Anerkennung gekommen. Jawohl, verbleibende Rennen 5. Und mit Haaren nehmen wir vor Vettel. So. Oh, wieder eine gute Million. Qualifying ist zumindest Platz 10 haben wir geschafft. Oh, nochmal gutes Geld. Ja, ein bisschen Schaden haben wir gemacht. Aber wir haben keinen Schaden gemacht, ne? Wir sind ohne durchgekommen diesmal. Nochmal 4,1 Millionen, die wir aufs Konto kriegen. Und für das Geld müssen wir mal gucken, was wir machen. So, nächste Rennen ist dann Frankreich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter.